Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Diese Papierbücher vom Action hast du ja in einem meiner letzten Videos schon gesehen. Falls nicht, ich verlinke es dir oben beim i, da gehe ich Blatt für Blatt durch, was in diesen Papierbüchern alles drinnen ist. Heute soll es darum gehen, dass ich natürlich mit den Sachen jetzt mittlerweile auch schon gebastelt habe. Ich möchte ja ein paar Inspirationen zeigen. Ich habe zum Beispiel Karten gebastelt, ich habe aber auch in meinem Planer dekoriert, damit du wirklich weißt, was man so aus diesen Papierbüchern rausholen kann. Als erstes möchte ich dir meinen Planer zeigen. So sieht er aus. Der ist vom Action, war auch gar nicht teuer. Und da habe ich schon einmal eine Woche darin dekoriert. Mit dem, man sieht es glaube ich, mit dem rot-grauen Papierblock. Da habe ich im Hintergrund auch ein bisschen Papier geklebt, dann Etiketten aus einem Papier aus dem Block gestanzt, ein paar Embellishments noch draufgeklebt und meine Einteilung, ich nehme mal das Lesezeichen weg, ist ja senkrecht. Das heißt, ich habe dann auch trotz Dekoration noch relativ viel Platz, um was hinzuschreiben. Und da unten habe ich dann auch noch so eine Project-Life-Karte mir zurechtgeschnitten, die Ecken noch ein bisschen abgerundet mit so einem Spezialeckenabrunder und mir gefällt die Seite eigentlich ganz gut. Etiketten habe ich da auch aus diesem Block draufgeklebt, allerdings gibt es keine Wochentagessticker, deswegen habe ich mir die einfach da reingeschrieben und genauso auch die Zahlen, die sind in so Fähnchenstickern drinnen, die sind aber auch alle in diesem roten Papierblock drinnen. Wenn ich umblätter, ändert sich es ein bisschen vom Farbschema her. Ich glaube, man kann es erahnen, da habe ich dann den blauen Block dazu genommen. Da gibt es auch Wochentagsticker zum Beispiel, die habe ich dann so, ja, mehr oder weniger in einem Farbschema dann aufgeklebt. Also es gibt diese silbernen, gibt es leider nicht durchgehend, genauso wie die anderen. Deswegen habe ich da bunt durchmischen müssen. Aber ich finde das sehr schön. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Das sind so folierte Sticker und die passen dann natürlich super dazu. Im Hintergrund habe ich wieder Papier geklebt und die Etiketten habe ich diesmal mit einer anderen Stanze ausgestanzt. Aber das gefällt mir vom Farbschema her wirklich sehr gut. Da habe ich mir auch nochmal so ein Etikett dann zurechtgeschnitten. Da ist so eine Kalenderansicht, die hier eigentlich fast immer überklebe. Und auch noch ein bisschen Washi-Tape im Hintergrund und ein paar Blumen. Da sieht man jetzt zum Beispiel bei dieser Blume, dass wirklich viele dieser Etiketten sehr schlecht geschnitten sind. Also du siehst, das ist überhaupt nicht zentral, weil man die eben auf jeden Fall auf der Seite viel mehr orangen Rand hat als auf der Seite. Aber für den Planer ist das okay. Da habe ich auch noch einen Sticker draufgeklebt und da oben noch ein paar so Herzen in Abwechslung. Also die Seite gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut und da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich in meinem Planer dann dekorieren kann. Als nächstes habe ich probiert, ob diese quadratischen Etiketten auch auf die Tiny Giftbox von Lawn Fawn drauf passen. Passen sie, wenn man sie etwas zurechtschneidet. Das Papier ist jetzt zum Beispiel auch aus dem blauen Block, aber das schaut eigentlich auch ganz gut aus und man kann das relativ schnell dann verschenken zum Beispiel. Und dann habe ich, wie du siehst, auch noch einen ganzen Backen Karten gebastelt. Die erste Karte ist so eine Herbstkarte. Da habe ich dieses Herbstmotiv genommen und habe das ein bisschen zerschnitten. Im Hintergrund ist Spiegelkarton. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Das harmoniert auch mit diesem folierten Schriftzug. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Dann habe ich mal sowas probiert. Da habe ich auch so ein Blütenpapier genommen. Und dadurch, dass die Papiere ja öfter in diesen Blöcken drinnen sind, habe ich das so zurechtgeschnitten, dass man so eine 3D-Optik hat. Also das habe ich mit 3D-Klebepads übereinander geklebt. Und auch passt genau, dass es zu der unteren Form dann dazu passt. Da oben noch eine Schleife. Es ist ja auch Schleifenband in den Papierbüchern drinnen und auch nochmal so Etikett drauf. Also das ist auch eine Karte, die mir sehr gut gefällt. Dann habe ich mal einen Spruch gestempelt und habe aber da verschiedene Papiere so mit Fähnchen ausgeschnitten. Habe die fortlaufend übereinander geklebt. Ein paar Glitzersteine. Auch eine sehr schöne Karte. Dann habe ich festgestellt, dass man auch mit diesen Papierbüchern sehr gut Trauerkarten machen kann. Das ist einfach nur so ein Etikett, ein Spruch dazu, ein paar Embellishments, Nouveau Drops zum Beispiel. Da habe ich auch noch eine eher hellere Variante, wieder so eine Blume aus einem der Blöcke. Und noch eine dritte ist mir dazu eingefallen. Da habe ich im Hintergrund auch noch ein bisschen so Spiegelfolie genommen und habe das draufgeklebt. Also man könnte auch natürlich ganz gut Trauerkarten, die man leider viel zu häufig braucht, mit diesen Papierbüchern gestalten. So eine Karte habe ich dann auch noch gemacht. Da ist im Hintergrund so ein Blättermotiv, ein Etikett, dann noch einmal ein Spruch, den ich mir auch zurechtgeschnitten habe.
dann in die Mitte ein bisschen versetzt geklebt und ich finde dieses versilberte Herz, das schaut auch sehr schön aus. Dann habe ich mir einfach eine kleinere Karte gestaltet, also du siehst ja, das ist im Vergleich zu der unteren Karte etwas kleiner. Ich habe mein Kartenformat einfach auf diesen Aufleger angepasst. Da steht der Best und Ever und ich habe da in die Mitte einfach Day dann reingestempelt. Ein paar Blümchen, noch ein bisschen Zierelemente und schon ist eine Karte fertig. In dem roten Papierblock ist auch relativ viel mit Federn drinnen. Da habe ich so eine Federnstanze, die habe ich da auch ausprobiert und das Papier habe ich mir wieder in Streifen geschnitten und diesmal aber senkrecht aufgeklebt, bei dem mit dem Herbstthema war es ja waagrecht und da habe ich es einfach senkrecht geklebt, auch wieder ein Spruchetikett drauf, ein paar Glitzersteine, auch eine sehr schöne Karte. Dann habe ich ja schon angesprochen, dass man diese Postkarten ganz gut kolorieren kann. Also so sieht zum Beispiel das aus, wenn man das koloriert. Ich habe es in dem ersten Video schon erwähnt, so richtig sind die eigentlich nicht mein Fall. Also die Motive gefallen mir nicht so gut, aber ausgemalt auf jeden Fall schon viel besser als in Schwarz-Weiß zum Beispiel. Zum Ausmalen habe ich da in dem Fall Twinmarker verwendet, weil mir das dann nicht verwischt. Einen Kartenaufleger, den man eigentlich schon so lassen kann, das ist so lila foliert, you're my favorite und dann kann man eben innen dann, je nachdem was man halt als Favorit sieht, dann reinschreiben. Auch eine ganz einfache Karte, Congratulations, das ist auch dieses Etikett, das ich da genommen habe und einfach nur draufgeklebt habe. Also das ist so eine halbe Minuten Karte, aber manchmal muss es auch schnell gehen, deswegen wollte ich dir auch zeigen, dass man da wirklich sehr schnelle Karten damit machen kann. Eine Karte, die mir auch sehr gut gefällt, das ist wieder so ein Spruch aus diesem Papierset. Im Hintergrund habe ich ein silbernes Doily draufgeklebt. Das passt auch zu dieser Folierung von dem Schriftzug ganz gut. Und das Blau, das passt eben auch zu meinem Etikett dann ganz gut dazu. Als nächstes eine Karte im Querformat. Happy Birthday, da habe ich eine Niete gegeben, im Hintergrund wieder so ein Etikett mit Herzen und das Papier ist natürlich auch wieder aus einem der Blöcke. Dann habe ich mir noch was ganz Cooles einfallen lassen, da habe ich im Hintergrund, ich glaube so kann man es ganz gut sehen, einen Prägefolder genommen, das ist der von Action, der auch dieses Blatt dann gleich direkt ausstanzt und da habe ich mich dann auch für dieses Etikett mit dem Blättermuster entschieden. Eigentlich ist da in der Mitte dieser Spruch drinnen, aber da habe ich in meinem ersten Video auch schon festgestellt, dass man das fast nicht lesen kann, deswegen habe ich mir das einfach innen rechteckig ausgeschnitten und da dieses Papier mit dem Prägefolder bearbeitet und einfach in den Hintergrund geklebt. Da ist auch noch ein bisschen Spiegelkarton, damit es dann mit dem Rahmen dann gut harmoniert und als Spruch Let's Party. Eine tolle Karte, finde ich. Die nächste Karte gefällt mir auch unheimlich gut. Da habe ich im Hintergrund so ein Wabenmotiv genommen. Das ist auch ein Prägefolder vom Action und die Waben, die da frei sind, die habe ich mit Goldfolie hinterlegt und dann auch noch diese Etiketten wie viele Ecken sind es? 8 Eckformen. Dann hinterlegt. Genau, 6 Eck ist es, nicht 8 Eck. Ein Sechseck ist es, Hexagon, genau. Die nächste Karte ist mit einem Traumfänger gestaltet. Das ist auch eine Stanze, die ich bei mir daheim habe. Der Spruch Dream Big, Work Hard, super. Und ein paar Kitzelsteine. Und im Hintergrund dieser Gewitterhimmel sieht einfach toll aus, die Karte. Als nächstes eine, die mir so lala gelungen ist, aber ich wollte sie euch auf jeden Fall auch zeigen. Wieder Happy Birthday to you. Das habe ich da mit einem Brett versehen, damit man es ein bisschen bewegen kann. Und da auch noch so ein Blumenmotiv. Das ist allerdings nicht aus einem der Blöcke. Da habe ich irgendwie nichts Passendes dazu gefunden. Ein paar Glitzersteine wieder. Eine Karte, ja, ich mag sie, aber sie ist jetzt nicht mein Favorit. Dann mal in Schwarz gehalten, da habe ich einen großen Sticker aus den Blöcken genommen, wieder bei Etiketten, Schleife, das Herzchen ist ein Sticker, sieht auch toll aus. Das gefällt mir auch mit dem Schwarz sehr gut, da habe ich jetzt in dem Fall keinen Aufleger selbst genommen, sondern direkt auf die Karte geklebt. Das ist das Gegenstück zu der Karte, da habe ich einfach die restlichen Stücke einfach genommen, die da weggefallen sind und habe die in dem Fall dann von oben nach unten geklebt. Wieder ein paar Glitzersteine, ein Spruch, danke, kann man so gut wie immer brauchen.
Dann auch noch einmal eine Karte mit den Zitronen. Also da habe ich dieses Zitronenpapier im Hintergrund genommen und diese Zitronenstempel, die sind von Create a Smile. Die haben mir zu diesem Papier einfach ganz gut gefallen. Das ist jetzt hauptsächlich das Papier aus einem der Action-Papierbücher. Aber mir hat das vom Design her so gut gefallen, dass ich da die Zitronen einfach dazu kombiniert habe. Und zum Schluss habe ich für mich ein kleines Highlight gestaltet, und zwar ist es ein Geburtstage. Buch in dem Fall, also Geburtstage, ja. Da habe ich so diese Sonne- und Mondpapier in den Hintergrund genommen und ich habe mir da auch diese Sternzeichen-Etiketten ausgeschnitten. Die musste ich mir ein bisschen zurechtschneiden, weil die auch extrem schief geschnitten worden sind. Da habe ich zum Beispiel jetzt Steinbock, Wassermann, Fische. Ah, das ist, sagst du hier, das ist Steinbock, das ist Widder, Stier. Dann haben wir Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und zum Schluss müsste der Schütze sein. Genau, also da habe ich mir einfach mit jedem Sternzeichen eine Seite gestaltet, wo ich dann oben die Geburtstage reinschreiben kann. Ich glaube, das ist genug Platz, wenn man klein schreibt. Und das finde ich auch eine ganz süße Idee, wie man zum Beispiel diese Sternzeichen-Etiketten dann verwenden kann. Genau, das ist so mein kleines Highlight, das ich aus der Sache gebastelt habe, weil ich ja in meinem ersten Video schon erwähnt habe, dass ich diese Sternzeichen-Etiketten richtig cool finde. Das waren jetzt alle Projekte, die ich bis jetzt mit diesen Papierbüchern gebastelt habe. Du siehst, ich habe da noch einiges an Restpapier. Es sind auch noch Sticker da, Embellishments etc. Und man kann da eigentlich noch einiges an Karten damit basteln. Genauso auch bei der anderen Variante, da habe ich noch ein bisschen mehr Papier übrig. Aber es ist natürlich auch noch einiges an Restpapier, das ich da verbasteln kann. Ich habe ein Band über etc. Also ich sage mal, aus einem Block so um die 50 Karten kriegt man locker raus. Wenn nicht, vermutlich noch mehr, wenn man da diese ganzen Restpapiere auch noch irgendwie mit einbauen möchte. Also es ist wirklich genug Material, um da viele Karten damit zu basteln. In meinem letzten Video habe ich es, glaube ich, nicht gesagt, 1,99 pro Papierblock, also der Preis ist auf jeden Fall total okay. Im Prinzip ist es eigentlich schon das Papier wert, das da drinnen ist, und allein dafür kann man sich ja schon mitnehmen. Weil ich dir auch noch von einem kleinen Manko berichten möchte, und zwar geht es da um diese ganzen Teile, die man sich auslösen kann. Zum Beispiel bei den Kreisen, man kann es da schon ein bisschen sehen, die sind da alle komplett schief geschnitten, und wenn man das Etikett dann rauslöst, dann schaut es so aus. Also da habe ich auf der Seite dann diesen komplett weißen Rand, auf der anderen Seite fehlt mir dann die Farbe, und so kann ich natürlich nichts mit dem Etikett anfangen. Ich habe auch schon probiert, das Ganze mit einer Kreisstanze auszustanzen, aber dann geht sich das da auf der Seite mit dem A nicht mehr aus und es ist auch nicht mehr zentriert. Also das ist so ein Etikett, das muss ich leider wegschmeißen, weil ich damit nichts anfangen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese Motive, wo jetzt nicht unbedingt der Schriftzug drauf ist. Du hast gesehen, in meinem Planer habe ich das Etikett verwendet, nur in einer anderen Farbvariante. Da ist es mir eigentlich egal, ob das jetzt schief ist oder nicht, aber auf einer Karte, die ich dann verschenken möchte, klebe ich sowas zum Beispiel nicht drauf, weil das schaut für mich einfach schlampig aus. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie du zu sowas stehst, auch die quadratischen da oben. Die sind eigentlich auch alle durch die Bank weg schlecht geschnitten. Da habe ich auch oben und auf der Seite diesen weißen Rand. Man kann sich das natürlich besser als das Runde jetzt zurechtschneiden, aber man verliert da zum Beispiel diesen Effekt von dem weißen Doppelrand. Und ja, es ist einfach schade, weil natürlich die Motive schön ausschauen, aber man sie eigentlich nicht verwenden kann. Also ich werde alle aussortieren, die ich nicht mehr retten kann. Und ich glaube, es werden von diesen Seiten leider nicht mehr viele überbleiben. Und es betrifft leider auch nicht nur den blauen Papierblock, es betrifft auch den anderen Block. Also das sind auch vor allem wieder diese ganzen Kreisetiketten. Sieht man es, glaube ich, auch ein bisschen. Also diese Löcher für die Decks, die sind, und die Decks allgemein sind auch sehr, sehr schief. Und was ich auch leider sehr störend empfunden habe, es betrifft auch meine heißgeliebten Sternzeichen. Da beim Fisch und beim Krebs kann man es zum Beispiel ganz gut sehen. Also da geht dieses Etikett vom Fisch da fast in das Blaue von dem Krebs rein. Und das, finde ich, muss einfach nicht sein. Weil es
sehr schöne Motive sind. Also so wie ich das jetzt in meinem Geburtstagsbuch umgesetzt habe, geht es noch, wenn man die Motive nicht nebeneinander hat, aber wenn man das nebeneinander anreihen möchte und sich das so zurechtschneidet, dass man da wirklich ein schönes Etikett hat, dann haben die natürlich alle unterschiedliche Größe und das passt dann irgendwie nicht zusammen. Also wer bei sowas pingelig ist, ja, der wird damit dann leider nicht ganz so viel Freude haben. Genau. So viel zu diesen Papierblöcken. Ich hoffe jetzt natürlich, ich konnte dich inspirieren. Die haben die Karten gefallen, die ich gebastelt habe. Schreib mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe da jetzt auch noch einiges an Papier, wie gesagt, über. Also ich könnte da auf jeden Fall noch weiter basteln. Und wenn das Video gut ankommt, dir natürlich dann auch noch mehr Sachen zeigen, die ich mit den Papieren gebastelt habe. Genau. Ich wünsche dir nun viel Inspiration. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.